Servus Leute und ein herzliches Willkommen zum nächsten Vlog. Ja, der Freitagsvlog müsste jetzt jeden Moment online kommen. Und ja, wie es der Name schon sagt, der Freitagsvlog kommt jetzt online. Es ist Freitag und ich komme endlich dazu, meinen Mulcher oder Unenmulcher dort sauber zu machen. Zeit wird's. Ich habe meinen Dampfstrahler gerade raus. Der steht da. Jetzt müssen wir nur den Schlauch da wegen knoten, dass wir auch wieder drumherum kommen. Ist eh irgendwie der falsche Schlauch drauf. Mit einer Hand geht es beschissen. Ja, aber es geht. Ja, und dann machen wir das Ding da sauber. Den Omarf-Mulcher. Und da kann ich den aufräumen, wenn er abgefettet ist. Gut so. IHC ist zu, alles. Kann nichts passieren. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und ja, dann geht was vorwärts. Thank you.
noch mal abgeleitet. Ich habe hier einfach noch mal mit, weil es hat halt jetzt gespritzt. Ja, warum habe ich jetzt hier auf der Wiese gewaschen? Ganz einfach, ich habe ein paar Fett und ein paar Öl runtergewaschen, und dann heiß gewaschen und ohne Chemie. Von daher habe ich mir gedacht, naja, dann kann man genauso gut auf der Wiese waschen, vor allem ist der Dreck dann gleich dort, wo es nichts macht. Ja, Bücher ist sauber, ich lasse jetzt gerade noch hinten weg laufen. Das hat den letzten Dreck dann unten rausgeschmissen. Und ja, ups. Wenn er jetzt dann nehmen, wenn er in die Maschine halt stellen. Vorher ist gerade, guck mal, hat er gesagt, stellen dann unten rein. Da hat er dann nicht. Und dann kannst du den morgen in Ruhe abfetten. Ja, und das machen wir jetzt natürlich dann noch. Wir da hinten noch auf. Zack. Und vorne noch runter. HC und Mulcher stehen jetzt erst einmal in der Halle. Wie gesagt, kann dann erst einmal abtrocknen soweit. Ja, die Reifen vom IHC sind natürlich nicht sauber. So einen Aufriss habe ich jetzt nicht gemacht, hier alle das ganze Profil frei zu putzen. Um die Jahreszeit wird es sowieso wieder dreckig und ja, der Rest, der fällt von alleine gar raus. Das ist nicht viel, das ist ganz leichtes Gekrümel. Ist halt so, kriegst du nicht ganz raus. Mulcher ist auf alle Fälle sauber, vor allem unten drin alles rausgewaschen, der ganze Schmutz. Und da bleibt jetzt dann einfach über Nacht stehen. Und morgen brauche ich ihn da bloß noch abfetten, dass das Wasser aus die Lage rauskommt und dass er wieder einsatzbereit ist fürs neue Jahr. Und dann kann er aufgeräumt werden. In der nächsten Instanz, hat der Vater gesagt, soll dann der Holzspalte ran. Dann geht es wohl ans Holzspalten. Das war der Vater wieder machen. Mal gucken. Je nachdem. Ja, so schaut das Ding jetzt auf alle Fälle aus. Wieder sauber. Vor allem der Dreck, der da oben lag, da fliegt er halt immer rein.
Man sieht es dann auch am Blech, da ist es halt schon recht rostig. Das ist, wenn er nicht gleich sauber gemacht wird nach der Arbeit. Und wenn er dann bei manchen auf der Wiese stehen bleibt, ja, ist halt einfach so. Mulch hat ja heuer neue Gleitkufen gekriegt, hier. Wer sich erinnern kann, da haben wir Federstahl geholt, da war das Ding hier drinnen gestanden. Die Kufen neu und die Lage von der Walze hinten neu. Ja, und jetzt ist das soweit gut. Da steht das ganze Gespann jetzt. Spiegel vom IHC ist noch umgeklappt. Vorhin beim Waschen gewesen. Ja, so vielleicht. Ja. Omarf. Ja, dann steht der wieder dahin. Und gut ist die Sache. Ja. Mulcher wird ja, wie gesagt, aufs doppelwirkende Steuergerät angehängt, damit er ausschwenken kann. Und wie gesagt, wenn er trocken ist, eventuell noch ein wenig mit Öl einsprühen oder so. Mal gucken. Abfetten auf jeden Fall gründlich. Der hat ja genug Schmiernebel. Zentralschmierung ist unter anderem auch dann. Vorne ist dann der große Schmierpunkt, wo du alles schmieren musst. Ja, und dann passt das Ding wieder. Schon schön steil in dem IHC. Gut, passt. Jetzt gehe ich noch zu meiner ganzen Viecher. Und anschließend wird es dann Abendessen geben. Jetzt geht es auf 5 Uhr zu. Und wie gesagt, dann noch die Viecher, gibt es Abendessen. Und dann sehen wir weiter. So, Pferdestall habe ich jetzt fertig. Ja, Pferdestall ist es ja jetzt in dem Sinne nicht mehr. Der ein oder andere hat es jetzt im letzten Video gesehen. Ich habe es ja jetzt zweimal erwähnt, dass die Hanna, wie gesagt, leider geht. Ja, es ist mir nicht leicht gefallen, die Entscheidung. Es war schwer. Es war auch wieder sehr schwer, sie dann wirklich herzugeben auf dem Anhänger drauf. Ja, die ist vorhin geholt worden. Um 2:30 waren sie da mit dem Anhänger. Ich habe die Hanna vorher schon in den Stall geführt gehabt und ihr half daran. Habe ihr nochmal Heu gegeben, sie nochmal letztes Mal gestriegelt. War mit dem Jockel da gestanden. Und wie die dann kam, dann haben wir sie verladen. Ich habe sie quasi geholt mit dem Führstrick. Der Jockel ist mit rausgelaufen, ist hinterher. Die ist ganz lieb und brav mit raus, ganz brav auf dem Anhänger auf. Ich meine, die kannte das Ganze ja im Endeffekt nicht mehr. Das letzte Mal, dass die Hanna auf dem Anhänger war, war 2016, als wir sie gekriegt haben. Ja, ist also leicht war es definitiv nicht. War schwerer Entscheidung, aber ich denke, es ist definitiv das Beste mit für das Tier. Wenn sie jetzt zu Leute kommen, die Pferdeerfahrung haben und die Zeit haben und vor allem auch ganz, ganz viel Lust dazu haben, mit ihr zu üben, mit ihr zu arbeiten. Die haben noch zwei andere Pferde bei sich daheim stehen. Einen 30-jährigen Haflinger und eine Tinkerstute, 3 Jahre glaube ich. Und da kommt die Hanna jetzt mit dazu und ja, ich denke, das ist doch die richtige Entscheidung gewesen. Ich meine, ich habe sie gern gehabt. Ich hätte sie auch am liebsten weiter behalten, aber ich muss auch das sehen, das Wohl der Tiere. Klar, ich habe im letzten Video erwähnt, ja, ich möchte ja quasi was anderes auch haben und es ist aber nicht deswegen gewesen, sondern es ist definitiv der Hauptgrund gewesen. Mir fehlt die Zeit, die sie gerne haben möchte. Sie möchte beschäftigt werden, sie möchte was lernen. Das konnte ich ihr nicht beibringen. Ich habe selber keine Erfahrung, ich musste selber erst einmal lernen, wie das funktioniert. Und ja, auch wenn es schwerfällt, ist jetzt einfach so. Ja, nichtsdestotrotz, da stehen die Verbliebenen. Und der Gandhi, ich sagte, der ist jetzt auch nicht 20 Jahre alt, ist ja schon ein wenig älterer Herr. Ein ganz gemütlicher, wie man sieht. Der Jockel und der Maggie und eine Emma. Der Esel ist jetzt, wie gesagt, da. Die Emma ist mittlerweile auch 21 Jahre. 98 geboren. Und das sind halt ein wenig ruhigere Gesellen. Und ich habe es, wie gesagt, jetzt schon ein paar Mal gehabt, dem Jockel.
bevor wirklich einmal der Fuß richtig gebrochen ist. Er hat eigentlich immer alle gequetscht, weil er sich halt immer vorne reinstellt. Die 16 hat es da gerade wieder beim Gandhi ganz vorne dran. Er beansprucht es jetzt auch für sich. Ja, und das hat er bei der Hanna gemacht. Und die Hanna, die ist halt selber recht futtergierig gewesen und hat ihn halt dann ab und an einmal so ein wenig gepufft gehabt. Und ja, man hat es halt dann nicht mehr gemerkt, wenn der Fuß wieder verdreht war. Ja, so ist es halt. Ja, und die sind ein wenig ruhigeren und gesetzteren Alters, muss man sagen. Und er immer sowieso den ganzen, ja, ich sag mal, Zickenkrieg vor der Hanna hat sie schon lange nicht mehr gemacht. Ich meine, und der Esel, ich hab's auch mal irgendwann erwähnt, die hält sich sowieso für eine Ziege. Die ist damals zu Zwergziegen gekommen, ist mit Ziegen aufgewachsen. Hält sich manchmal selber für eine Ziege, für eine übergroße Ziege. Und auch wenn es schwerfällt, man muss, wie gesagt, da auch mitdenken. Und ich denke, es ist besser. Es ist besser für die Verbliebenen hier im Stall. Und es ist auch deutlich besser für die Hanna, wenn sie jetzt dann eine richtige Aufgabe kriegt. Die soll jetzt die Ausbildung erfahren, dass sie geritten werden kann. Und ich denke, das wird ihr mit Sicherheit auch gut tun, wenn sie dann gefordert wird. Und wenn das gefordert wird, was sie eigentlich immer verlangt hat. Ja, müssen wir halt jetzt damit leben. Und wenn wir gerade hier im Stall stehen, ihr seht, die Ziegen haben keine Ohrmarken drin, ne? Ja, die haben keine Ohrmarken drin, weil das ist mit dem Veterinäramt abgesprochen. Ihr kennt meinen Joggel, ich sage das hier an der Stelle nochmal dazu, für Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen. Der hatte Ohrmarken, deswegen ist das eine Ohr eingerissen, das andere hat ein Loch. Und da habe ich zum Veterinäramt oder zu denen vom Veterinäramt gesagt, es tut mir leid, ich kann keine Ohrmarken reinmachen. Wo soll ich das machen? Dann hat er gar kein Ohr mehr irgendwann. Ich habe die Ohrmarken da, ich kann es natürlich machen, aber es ist ja Quatsch, weil die verlassen den Betrieb sowieso nicht. Die sind hier als reine Hobbytiere, die fressen die Koppellaving ab, die laufen hier einfach mit dem Esel mit. Und ja, die kommen nicht weg zum Schlachten oder was. Und dann hat es geheißen, ja, ist in Ordnung, wir sollen die Ohrmarken bereitlegen quasi oder halt auf Seite legen. Und wenn sie den Betrieb denn mal verlassen, irgendwann, dann müssen sie sie reinkriegen. Nachdem sie den Betrieb aber nicht verlassen, weil wir das nicht brauchen. Weil wie gesagt, ich lasse hier keinen schlachten. Und ja, unsere Gasen sind immer alt worden, die ältesten damals, die waren 18. Von daher, deswegen haben die keine Ohrmarken. Also nicht, dass jemand fragt, die sind gemeldet. Die sind beim HIT gemeldet, die sind bei der Tierseuchenkasse gemeldet, die sind bei der Versicherung natürlich mit drin, die sind beim Landwirtschaftsamt mitgemeldet, alles ganz normal mit drin, wie gehabt. Die haben auch Ohrmarken liegen mit eigener Nummer, aber die haben sie nicht drinnen. Bevor jetzt hier irgendjemand auf dumme Gedanken kommt und meint, ist so. Gut, hier sind wir fertig, ich gehe noch zu den Schweinchen. Und zu meinen Hühnern und dann ist Feierabend.
letzten Video bin ich, nein, im Video bei Mulchen bin ich gefragt worden, ob ich mal die Wiese zeigen kann, die ich jetzt gemulcht habe. Und das wollte ich ja machen. Bin aber im letzten Video, so muss ich sagen, nicht dazugekommen, weil es da schon wieder so dunkel war. Aber jetzt geht's. Ich habe ja versprochen, ich schaue mal am Wochenende, dass vielleicht klappt. Ja, wir haben jetzt Samstag und ihr habt ja gesehen, ich habe den KL300 draußen. Habe wieder mein Mistverfahren und Pferdestall sauber gemacht, Biomüll jetzt weg und jetzt gehe ich da noch in den Schweinestall. Und ich habe den, wie gesagt, draußen. Jetzt bin ich hier unten vorbeigefahren. Wir stehen jetzt auf der Wiese, die eine Wiese, die ich gemulcht habe, die andere zeige ich nicht, da müsste nun da eine Bahndamm, da habe ich jetzt keine Lust. So schaut das Ganze aus. Alles eine schöne gleichmäßige Länge. Ah, hier unten an der Hecken entlang. Noch weiter ran geht halt leider nicht. Ne? Also jetzt war er voll ausgeschwenkt. Aber noch weiter ran, da fährst du bloß die Spiegel kaputt. Gehört halt einmal ausgeschnitten. Muss mal sein, weil das wächst viel zu weit rüber, ist nicht schön. Aber ja, das Mulchergebnis ist in Ordnung. Hier lag die blöde Birke drin. Die ist irgendwann im Sommer hier reingefallen. Ja, naja, mit heimnehmen weiß ich nicht. Eher nicht. Birke, wenn es so lange liegt, dann waren sie bloß so zäh wie Gummi. Das nutzt auch nicht viel. Aber das holt zumindest eine Menge aus der Wiese raus. Das muss ja nicht mittendrin liegen. Ja, und dann schaut das Ganze halt so aus. Klar, ein bisschen Flurschäden hat es natürlich gemacht, das ist logisch. Der IHC hat sein Gewicht und ich bin mit Allrad gefahren hier, wegen dem Hang und wegen der Feuchtigkeit. Aber im nächsten Jahr wird es dann beim Abschleppen mit breit gezogen. Das ist die Sache. Den Mist zieht man. Der ist jetzt auch ein bisschen mit verteilt und schön breit geschlagen. Ist überall mit drin. Hier liegen ein paar Pöpserle rum. Ich habe nicht übermäßig viel drauf gefahren, aber ich denke, das wird reichen. Es ist auf alle Fälle mehr wie die letzten Jahre und gemulcht ist das Ganze auch. Und ich denke, das kann sich so wie es ist doch durchaus sehen lassen. So ist es doch vollkommen in Ordnung, so passt es doch. Ja, da oben sieht man quasi den Übergang. Da ist noch ein Streifen, wo jetzt ein Haufen Grün liegt. Oben drüber, das habe ich ja alles mit dem Ladewagen immer heimgeholt. Und hier unten, das ist dann alles das Stück gemulcht. Ja, klar wäre es schöner, wenn man alles mit dem Ladewagen heimgeholt hätte und alles irgendwie verarbeitet, aber das ist auch nicht möglich, das wisst ihr auch. Wie gesagt, das Wetter schlägt um, es ist jetzt deutlich kälter geworden. Ohne Mütze brauchst du jetzt gar nicht mehr rumlaufen. Und ja, die Luft ist teilweise beißend. Wir hatten schon das erste Schneegegriesel hier. Und dann braucht man wirklich nicht mehr mit dem Ladewagen auf die Wiese rumfahren und das Zeug einsammeln. Also so schlimm ist es dann aber nicht mit dem Futter. Ich habe genug daheim. Ich habe auch noch immer Rundballen, die mit verarbeitet werden könnten. Und von daher, da mache ich mir keine Gedanken. Gut, ich fahre jetzt heim, dann misst ihr noch den Schweinestall aus und dann geht es ja schon wieder ans Futter holen. Und dann ist auch irgendwann Feierabend. Ja, und dann sehen wir weiter.
wir mittlerweile Sonntag. Ja, was ich noch sagen wollte, der ein oder andere wird es mit Sicherheit vermissen und wird sich fragen, sag mal, wann hast du eigentlich gezeigt, wie man den Mulcher abfettet? Ja, ganz einfach. Meine Herrschaften haben den Mulcher nochmal zusammengesaut und haben den dann selber abgefettet. Ja, die Waschaktion vom Freitag war quasi für die Katz. Da waren ein paar Leute sehr intelligent. Sind auf die Idee gekommen, man könnte ja am Samstag vielleicht doch noch mal schnell eine kleine Ecke noch mulchen, nachdem er sauber war. Naja, deswegen kam da nichts. Aber was anderes, ich habe ja gesagt, neue Kamera und so ist eher nicht. Ja, hat sich jetzt aber so ergeben, es hat sich jetzt doch was ergeben. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe vor meinen Videos und nach meinen Videos immer ein bisschen Werbung laufen. Es ist da damit nicht die Welt verdient. Das ist einfach so. Ich mache die Videos auch nicht, weil ich was verdienen will, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, naja gut, ein bisschen Kleingeld kriegst du ja doch immer zusammen. Und das läppert sich ja. Man könnte ja doch mal in was investieren. Und das habe ich gemacht. Und zwar in Form von dem Ding hier. Ja, ein bisschen klobiger, ein wenig dicker noch. Den Magnetfuß da hatte ich noch liegen. Ich wollte eigentlich immer noch eine zweite GoPro Hero 3. Hat sich jetzt aber so ergeben, ich habe die hier bei Kottenbach abgeholt. Schnell vorbeigefahren, abgeholt. Ja, die formatiert gerade die Speicherkarte, die ich rein habe. Ja, und ich denke mal, der Name sagt's ja, GoPro Hero 7. Black. Ist nicht die schlechteste Kamera. Hinten und vorne sind Schutzfolien drauf. Die werde ich aber mal noch austauschen, weil da ist Dreck drunter gekommen beim Draufmachen, auch vorne. Und nicht, dass die Bildqualität so arg leidet. Bei der gibt es ja nicht, wie jetzt auf meiner 3er, die ich jetzt gerade in der Hand halte, die Möglichkeit, vorne eine Zusatzlinse drauf zu machen. Ich kann die Linse ja jetzt hier an der Stelle mal abnehmen, dann seht ihr, was ich meine. Wird gleich einmal ruckelig. So, jetzt ist die Linse unten und ja, das ist diese Schutzlinse, die ich drauf habe. Die gab es als Zubehör zu kaufen. Und ich habe die immer bei der 3er drauf gehabt, um eben meine Linse zu schützen. Zack. Weil das ein oder andere Mal ist es schon runtergefallen. Das ein oder andere Mal steckst du einfach in die Hosentasche, vielleicht auch zum Schlüssel dazu und so. Und ich meine, es gibt doch auch mal einen Kratzer, man denkt nicht dran. Und naja, so ist doch ein wenig sicherer und man macht sich nicht so viel Schaden. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal was Neues gekauft. Wie gesagt, das ist an euch gerichtet. Hier ein kleines Dankeschön an die Leute, die mich halt auch mit der Werbung, die sie gucken, die mich da unterstützen, die keinen Adblocker drin haben. Ich habe, wie gesagt, für mich den Schluss gezogen, ich werde keine Werbung zwischen die Videos schalten. Das mache ich einfach nicht. Ich mag das selber nicht. Ich sehe das nicht ein. Und ja, es kommt, wie gesagt, nicht viel dabei rum. Das sind ein paar Cent, ein paar Euro im Monat. Also nicht der Rede wert, aber ich meine, es hat sich doch geleppert. Und in dem Sinne habe ich gedacht, kann ich ja euch auch einmal einen Gefallen machen und kann auch noch eine zweite Kamera organisieren. Ich denke mal, die 7er wird dann jetzt in Zukunft die Hauptkamera werden, wenn ich sie eingestellt habe. Aufnahmen sind bei der theoretisch in 4K auch möglich. Muss ich aber erst versuchen, ob das überhaupt auf meinem Rechner funktioniert. Weil, ich habe es schon mal gesagt, mein Rechner hat da ein bisschen Schwierigkeiten mit 4K. Beziehungsweise 2,7K, das habe ich mit meiner Drohne probiert und das mag der nicht. Das packt der einfach nicht. Muss ich mal sehen. Wenn es geht, werde ich vielleicht in 4K oder vielleicht zumindest in 2,7 aufnehmen. Ansonsten 1080p, das geht auf jeden Fall auch, aber das wird sich dann zeigen. Da wünsche ich euch auf alle Fälle viel Spaß. Ich mache die jetzt da mal gar fertig, ich richte die jetzt da mal ein. Und ich denke mal, den nächsten Ausschnitt werdet ihr dann von der neuen Kamera aus sehen. So Leute, ja, hier der erste richtige Versuch mit der neuen Kamera, mit der GoPro 7 Black. Die ich mir ja gegönnt habe für die Videos. Ja, mal gucken, ob das Ganze funktioniert.
Es ist ja schon wieder ziemlich dunkel. Es ist zwar gerade mal 16:30, aber ja, die Jahreszeit, ihr kennt es ja. Es ist einfach schon wieder dunkel. Kann ich leider nicht ändern. Ja, wir machen mal einen Versuch. Gucken mal, ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn es nicht funktioniert, naja gut, dann ist es halt einfach so. Ich habe gestern noch ein paar Versuche gemacht mit der Kamera. Also erste Tests eigentlich. Habe in 4K gefilmt und habe es dann am Computer mit einem speziellen Programm umgewandelt. Funktioniert leider nicht. Also ich kann es nicht abrufen am PC. Das funktioniert mir leider nicht. Sehr schade. Hätte ich gerne gemacht, aber ich muss weiterhin 1080 filmen und mit 60p. So habe ich sie eingestellt, so war auch meine andere GoPro eingestellt. Ich denke, die Videoqualität ist trotzdem ein bisschen besser. Wird sich zeigen. Ja, gucken wir einfach einmal. Was ich jetzt hier unten mache, ich suche gerade den Weg in die Halle. Reili! Hier ist es jetzt natürlich wieder stockfinster, ihr kennt es ja. Ha, aber es gibt ja ein Licht, so ist es ja nicht. Ich habe am... Freitag den IHC gehabt und ich glaube am IHC ist noch irgendwie Werkzeug von mir. Ja, das habe ich jedenfalls nicht gefunden. Das muss ich jetzt mal schnell gucken und dann sehen wir uns sofort wieder. Ja, so geht's. Irgendwie ist es da auch nicht. Ich suche eigentlich mein Multitool, das ich immer einstecken habe, aber ja, irgendwie habe ich es beim Mulchen zerletzt gehabt. Wahrscheinlich ist es aus der Tasche gefallen oder was. Vielleicht liegt es noch auf dem Mulcher. Muss ich gleich mal runter gucken. Dumm gelaufen. Weil wir gerade dabei sind, wird ja immer mal gefragt, was wir noch für Maschinen haben. Ist nicht unerwartet. Der Postspalter hier, so 20 Tonnen Spalter, der gehört der Jagdgenossenschaft, genauso wie der Mulcher, der Omarf Mulcher. Ja, der hängt jetzt gerade in dem IHC. Der Vater hat da vor, demnächst mal zu spalten. So der Plan. Und ja, dann wird sich das zeigen. Dann haben wir ja hinten noch die Pflanzenschutzspritze, die ist noch eingewindet vom letzten Jahr. Gehört ja der Jagdgenossenschaft, die Walze gehört der Jagdgenossenschaft, Planierschild und. Also die ganzen Maschinen sind nicht unsere, gehören der Jagdgenossenschaft. Weil ich da immer wieder mal gefragt war, jo, dann wisst ihr da jetzt nochmal Bescheid, weil immer wieder mal Fragen aufkommen. Hier in der Halle steht aktuell eine Kehrmaschine. Hinten ist die Bremse zu machen, die ist undicht, also der bleibt nicht mehr stehen. Deswegen steht er jetzt hier unten drin, hinten rechts, ist undicht, läuft Bremsflüssigkeit aus und am Berg bleibt die, hat ja Druckluftbremsanlage, bleibt die nicht stehen. Druckluftbremsanlage, die auf die Hydraulik unten drauf wirkt mitunter. Also der bleibt einfach schlichtweg nicht stehen. Ist so. Fußpedal ist quasi Flüssigkeit und das andere über die Luft. Wie genau das geregelt ist, weiß ich auch nicht so auswendig. Bin ich kein Spezialist dafür, das kennt sich der Fahrer wieder besser aus mit sowas. Auf jeden Fall, das funktioniert wohl irgendwie jetzt gerade nicht. Und das machen sie. Ja. So ist jedenfalls hier unten. Jetzt schauen wir mal schnell runter in die Jagdhalle. Vielleicht haben wir Glück und ich habe mein Werkzeug da unten vergessen. Und nachdem es dunkel ist, nehme ich mir mal meinen Strahler mit. Machen wir uns doch ein bisschen Licht, dann sehen wir doch auch was. Und dann schauen wir mal weiter. So, zuerst wollen wir raus ins Dunkel. Dann machen wir doch einfach mal diesen da. Und schwupp, habe ich eine schöne Ausleuchtung. Und erkenne hier draußen wieder was. Den Schlüssel noch schnell und dann sehen wir uns gleich in der Jagdhalle wieder. So, ich bin ja gebeten worden, auch mal die Seilwinde zu zeigen. Das ist die Seilwinde, die wir hier haben von der Jagdgenossenschaft, eine Franzgard-Winde. Schafft wie gesagt 6 Tonnen. Eine Cambridge-Walze von Wiebergs, glaube ich, ist die. Genau. Eine Wiesenschleppe. Ein Planierschild. Rüttelplatten. Eine große Schwere.
und eine kleine, einen Rauchdüngerstreuer, die Rauchspritze und da ist der Mulcher, der ja leider wieder zusammengesaut worden ist. Ja, ärgerlicherweise. Hat mich natürlich schon geärgert. Ich wasche nicht so schön am Freitag zum Trocknen reingestellt und dann brauchen die den nochmal. Gut, da liegt die Zange aber dummerweise auch nicht. Das heißt, das ist schlecht. Die ist nämlich schon wieder nicht mehr da. Prima, verloren gegangen. Finde ich ja schon wieder super. So. Naja, irgendwo wird sie sein. Ach, in der Mattelwanne haben sie die Räder reingeschmissen von der großen Rüttelplatten. Aha. Auch gut. Willi, was magst denn du? Gut, naja, dann ist hier nichts. Auch recht. Wer weiß, wo es dann ist. Raus mit dir. Dann sperren wir da gleich wieder zu. Na, jetzt wieder fest verschlossen mit dem Schloss. Ja, wer hier was klauen will, der kommt quasi direkt zu uns. Das hat mal einer versucht, hat damit geendet, dass dann die Polizei da war und hat ihn gleich mitgenommen. Ja, ist halt dumm, ne? Die Halle, die gehört ja uns. Die ist an die Jagdgenossenschaft Burkeig verpachtet. Und ja, da stehen die Maschinen von der Jagdgenossenschaft drin. Der Schlüssel ist bei uns daheim. Also wenn jemand was braucht, der holt den Schlüssel immer bei uns ab. Ja, und dann können die mit den Maschinen arbeiten. Aha, also doch aus der Tasche gefallen. Mein Vater hat mich gerade gesehen. Sagt er, was suchst du denn? Sag ich, naja, mein Zengler. Da sagt er, naja, das liegt oben beim Schürofen, beim Pizzaofen. Ist mir wahrscheinlich aus der Tasche gefallen und irgendjemand hat es aufgelesen, hat es oben drauf gelegt, weil ich gesagt habe, also ich habe nicht gewusst, dass da oben liegt. Sagt er, ja, ja, das liegt da oben. Hab ich's wieder. Ach, Gott sei Dank. Also wenn es was gibt, was ich wirklich hasse, wenn mein Werkzeug weg ist. Oh, ich glaube, ich habe heute Beute gemacht. Ja, ich mache jetzt hier mal meinen Stall. Schauen wir mal rein, wie es jetzt hier ausschaut. Was die Herrschaften und Damen hier getrieben haben, oder die Dame. Ja, ist recht vernünftig eigentlich. Na, seid ihr schon am Schlafen oder was? Du hitschst ja schon wieder, du Knödel. Na, Emma, ihr habt Hunger? Naja, das hält sich in Grenzen. Der Haufen da, da habe ich gestern schon mal einen gehabt. Einfach ein wenig zusammengekratzt und direkt auf die Lore. Optimal. Und so im Stroh drin ist so gut wie gar nichts. Das ist relativ trocken. So gefällt mir das. So ist das fein. So macht es Spaß. Ja, also das ist wie gesagt auch ein Punkt gewesen. Die zwei Pferde, die haben sich halt gegenseitig übertrumpft. Quasi Stall markieren. Ich bin Chef im Stall, scheiß drauf. Nee, ich bin Chef im Stall, scheiß drauf. Und ja, teilweise ist man reingekommen, da war ja hier alles voll. Hat ja ausgeschaut wie Sau. Jetzt schaut es deutlich besser aus. Jetzt kann auch die Emma mal wieder im Stroh liegen, wie man sieht. Die ist voll mit Stroh. Hä, Emma? War die wohl müde? Du frisst die Kamera? Maggie. Goggeljoggel? Und du? Dicker. Na, Gandhi. Die sind auf alle Fälle jetzt deutlich ruhiger und entspannter. Also das merkt man auf jeden Fall hier als positiven Aspekt. Na gut. Vorher war das ja immer gedrängt, aber wenn die Tür aufgegangen ist, dann tja, wollten sie halt gleich immer raus. Und jetzt ist eigentlich ein schönes, entspanntes Verhältnis hier. So gefällt mir das doch deutlich besser. Ich denke, es hat auch meinen hier hinten gut getan, dass es jetzt so ist, wie es ist. Wie gesagt, das wird sich dann in Zukunft natürlich noch zeigen, aber ist doch schon deutlich besser, deutlich angenehmer. Und wie gesagt, auch der Schmutz hier hinten, beziehungsweise der Mist ist ein bisschen geringer geworden.
Und das ist doch schon mal viel wert. Ich versorge die jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 10 Minuten später. Schnell ein bisschen sauber gemacht. Und ja, hier ein wenig zusammengekehrt und ein bisschen frisch mit eingestreut. Auch Heu mit rein. Jetzt haben sie zu knapsen. Ja, wird Zeit, dass ich einmal die eine Heuraufe noch zusammenricht. Da habe ich eine rumliegen. Die war ja eigentlich einmal draußen gehängt. Die liegt jetzt schon ewig. Ich wollte sie schon lange mal zusammenschmeißen. Naja, immer keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wird halt doch mal Zeit dafür, aber gut. Immerhin. Jetzt ist die Sache hier hinten recht entspannt. Auch der Offenstall draußen sieht sehr gut aus. Da ist noch überhaupt nichts. Da war ja auch oft Scheiße gelegen. Gar nicht. Toi, toi, toi. Gefällt mir so. Richtig schön. Und du, Frecke, du sollst doch eine Randale machen, habe ich gesagt. Herr Mäcki. Immer was ist denn? Esala. Da war der ganz steif, der. Bloß nicht bewegen. Tja, dumm, wenn man einen Tragegriff auf dem Kopf hat. Ja, hier sind wir auf alle Fälle durch. Sehr schön. Freut mich. Wegen dem neuen Projekt. Ich habe es im Stream erwähnt, dass ich ja Dexter-Rinde angucken möchte am Freitag. Also quasi. Kann ja nicht gehen. Sorry. Also quasi jetzt am kommenden Freitag. Das Video seht ihr jetzt am Dienstag, also morgen. Und am Freitag dann kommt, wie gesagt, der Besuch bei dem Landwirt, der die Dexter hat. Die schaue ich mir dann nochmal an. Und dann wird sich das zeigen. Ich habe es in der Familie jetzt auch preisgegeben. Ja, ich sag mal so, den Kopf habe ich behalten, wie man sieht. Der ist mir nicht abgerissen worden. Die Blicke, die Augen sind zwar ein wenig gerollt worden, aber zumindest ja, nicht gleich komplett abgeneigt. Mal gucken. Dann gehen wir jetzt zu die Schweine und schauen dann nochmal weiter, was da unten noch zu tun ist. Schmutti und Ferkel versorgen und die Hühner versorgen. Und im Anschluss dann die Hunde noch was geben. Und dann ist Feierabend, weil dann gibt es gleich wieder Abendessen. Ja, die Zeit rennt und rennt und rennt. Ihr kennt es ja nicht anders. Ist halt so. So, noch mal eine Aufnahme im Dunklen. Bin mal gespannt, wie sich die Kamera jetzt damit schlägt. Werden wir sehen. Ja, versuchsweise. Immer wieder durchs Dunkle und durchs Helle und immer hin und her. Ich meine, so Actioncam, was erwartet man da? Das wird keine Nachtsichtkamera werden und ja, es ist halt nun mal dunkel um die Jahreszeit. Ich sag's immer wieder und wiederhole mich da schon zum hunderttausendsten Mal. Da werden jetzt schon ein paar Leute lachen und ein paar werden genervt sein davon. Und es ist halt einfach so, mein Gott. Ja, gucken wir mal, wie die Bildqualität jetzt ist. Wie gesagt, gestern habe ich rumprobiert, habe aber dann nichts mehr versucht und ich bin echt gespannt, wie das Videomaterial jetzt dann wird. Und ob das brauchbar ist oder ob es wieder so viel grieselt und gar so dunkel ist. Schauen wir mal. Na gut, den Besuch bei den Schweinchen habe ich euch jetzt einmal erspart. Ist halt so. Ja. Die haben geplatt wie Sau. Naja, die Säue haben geplatt wie Säue. Ist klar, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, na, da muss jetzt nicht unter der Höchste, dann wird nichts anderes mehr. Denen geht es auf jeden Fall gut. Die habe ich jetzt auch gerade versorgt, da frisch Wasser und Futter miteinander. Und die Hühner selbstverständlich auch getragen. Ja, und jetzt bringe ich die Hunde rauf auf die Terrasse. Da warten sie dann wieder. Alleine Wohnunglosen kommen sie nicht, die zerlegen wir alle sonst. Oder die ist gut, der Willi. Beziehungsweise der Räuber dann wieder den Katzenfutterspender. Und das ist nie so ganz Sinn und Zweck. Deswegen haben sie auf der Terrasse einen Platz, wo sie auch können. Schön mit Futter, Wasser und eine Paletten mit lauter Teppich und drauf genagelt.
dass es auch schön warm und weich haben. Ja, gehen wir rein. Tiger wartet da schon. Mal Rude Karte. Geh, Digi! 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 Boah, Digi! Da ist er, der Digi! Mal Rude. Der Tierheimkarte. Hm? Geh, du. Machst nächstes Jahr auch schon 10 Jahre, gell? Haben wir dich schon 10 Jahre? Bist du feiner? Ja, ich würde sagen, an der Stelle werde ich das Video dann auch beenden. Dürfte genug Material sein, dürfte lang genug gewesen sein. Ich habe auch noch das andere Zeug, was ich gefilmt habe. Und ja, zu lang soll es ja auch nicht werden, weil wenn wir dann einen Spielfilm draus machen mit 1,5 Stunden, das war schon ein wenig arg. Nee, ich denke mal, hier an der Stelle ist dann Schluss. Ich sage jetzt auf alle Fälle an der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem vermutlich wieder kürzeren Vlog, weil das Wetter, wisst ihr ja, passiert abends nicht mehr so viel. Ist halt einfach so. Habe ich ja jetzt auch schon gesagt, habe ja viel positive Kommentare drunter gehört. Ist ja kein Problem, passt schon so und ist nicht so schlimm. Ja, in dem Sinne, eine schöne Woche. Man hört sich wieder. Und ja, was dann am Freitag rauskommt, wenn ich mir die Rinder angucke, vielleicht kann ich auch was filmen, mal schauen. Das muss ich mal sehen. Das erfahrt ihr auf alle Fälle entweder in einem Livestream am Samstag oder dann im Dienstagsvideo. Mal gucken, wie ich Zeit finde. Ja, Servus!